Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stimmen der Vielfalt, ein Podcast, der die Vielfalt und den Reichtum der migrantischen Gemeinschaft in Berlin-Lichtenberg sichtbar und eben auch hörbar macht. Adrian Winter engagiert sich freiwillig in diesem Projekt als Moderator und hat mit mir zusammen ein schönes Skript entwickelt. Ja, damit würde ich auch schon direkt dir das Wort übergeben, lieber Adrian. Ja, hi. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich auch. Genau, heute sprechen wir über, wie es schon Aljoscha erklärt hat, deinen Weg in den Podcast auch hierher. Deine Geschichte so ein bisschen. Und dann legen wir einfach mal los. Hallo, ich komme aus dem Iran. Hast du schon ein paar Eindrücke gewinnen können bei uns? Also bist ja, sage ich mal, wie du gerade erklärt hast, vom Iran. Und gibt es da gewisse Eindrücke? Ja, ich habe so viele kulturelle Unterschiede gesehen, dass ich komme aus total eine andere Kultur. Und ich kann sagen, ja, zum Beispiel in meinem Land, die Leute sind mehr freundlich zueinander. Und hier, ich habe es gesehen, aber es gibt immer Grenzen. Die Grenzen können eng oder weit sein, aber sie existieren immer. Zum Beispiel in meinem Land, manchmal, ich kann sagen, dass häufig du siehst, dass die Nachbarn sind Freunde oder sie bringen zueinander Süßigkeiten, Essen oder etwas wie das. Aber hier, ich erinnere mich, dass einmal ich habe Cupcakes gebacken und zu einem Nachbar gebracht. Und seitdem, er spricht mit mir nicht mehr. Und er versteckt sich von mir. Und das ist, interessant. Mhm. Das weiß ich nicht, aber ich habe etwas gelernt, dass vielleicht es muss nicht so schnell sein. Würdest du sagen, das war deine Erwartung auch, dass du dann von diesen Menschen, von den Nachbarn ein bisschen anderes Verhalten dir gewünscht hast als das? Ich glaube, dass ich glaube an Gemeinschaft. Und ja, zum Beispiel, ich kann sagen, dass wenn ich neu hier in Deutschland war, ich bin sehr krank gewesen und ich hatte niemand und ich wusste, wer ich anrufen kann und wo. Ich habe keine Ahnung, wie die Krankenhäuser hier funktionieren. Aber wenn du Freunde hier hast, wenn du einen Nachbar hast, dann kannst du Hilfe bekommen. Und das ist die Macht von der Gemeinschaft. Und das ist etwas, was du bisher vermisst hast, diese soziale Gemeinschaft? Ich kann das sagen, ja. Aber auch, ich kann sagen, dass Berlin ist sehr vielfältig und hier kann man alles finden. Ja, ich habe einen Nachbar, der nicht vielleicht so freundlich ist, aber ich habe auch viele andere Nachbarn, die sehr freundlich sind. Mhm. Ja, ich hab auch gesehen, dass die Leute hier meistens, sie sind nicht so verschlossen mit ihrer Familie. Zurückgezogen auch manchmal, also reserviert. Ja, sie sind, ja, und ich sehe so viele Deutsche, sie rufen ihre Mutter nicht an. Ein deutscher Freund kommt nach Berlin und trifft sich mit seinem Bruder nicht hier, weil sie sprechen miteinander nicht. Sie sind nicht Freunde. Aber das ist auch ein Kulturschock für mich. In meiner Kultur, die Familie ist sehr zusammen. Und ich kann sagen, dass die Verbindung in der Familie ist stark.
Natürlich beschäftigt uns die Frage nicht nur, was deine Erlebnisse, deine Erfahrungen hier sind, sondern hast du auch irgendwelche Details, also eine Besonderheit erkannt, also was dir hier aufgefallen ist, was dir vielleicht vorher noch nicht aufgefallen ist. Also hast du besondere Eindrücke gewonnen? Ja, ich habe so viele Erfahrungen, das gefallen mir. Zum Beispiel wenigstens in Berlin, ich sehe, dass die Leute verurteilen einander nicht. Und hier kann man alles sein, alles, was du willst. Du kannst alle Klamotten tragen, du kannst einfach du selbst sein hier. Aber in meinem Land ist es nicht wie das. Und die sagen, du kannst das machen, um schöner zu sein. Ich weiß nicht, deine Jacke ist nicht so schön, du musst das ändern, die Farben passen nicht zueinander. Und das, ja, das ist etwas, das hier ich liebe so viel. Das ist sehr gut. Ja. Hast du dazu noch, was mich interessieren würde, neben den Wünschen und den Bedürfnissen und auch den Ansichten, die du hast, gewissermaßen auch die, hast du hier, also für die Zukunft, blicken ja auch nach vorne, Ziele und Träume, also gibt es da etwas, was du uns mitteilen willst? Ja, aber das ist mein erster Grund, weil ich hier bin und weil ich meine Heimat verlassen habe. Und ja, ich kann sagen, dass ich hatte ein gutes Leben in meinem Land, sehr gutes Gehalt und ich bin Softwareentwickler und auch in meinem Land Digitalisierung ist so gut, so viel besser als hier, ich kann sagen. Und ja, und als Softwareentwickler, ich habe sehr gut verdient und ich habe mit meiner Familie gelebt und dann konnte ich gut leben mit allen, die ich liebe. Aber ich kann auch sagen, ja, es geht nicht immer um Geld. Und das ist zwei andere Sachen, die so wichtig sind. Und wenigstens für mich, die sind Freiheit und Wirtschaft. Und eine stabile Wirtschaft. Ich sehe da auch, um da mit dir ins Gespräch zu gehen, ja auch verschiedene Gegensätze, also so Polarisierung. Mhm. Also so auf der einen Seite so gibt es in der Welt Staaten, die dann, wie du erklärt hast, totalitär, extrem, auch ja, von oben so eine strenge Hierarchie haben. Ja. Und auf der anderen Seite genießt du hier diese Freiheit, die du wo du dich selbst einbringst, wo du deine Ziele, Träume verfolgst, ja, wo du deine Wünsche und Bedürfnisse und alles, was dazugehört. Du bist ja, wie wir auch alle Mensch, dass du nicht so Produkt von der Gesellschaft wirst, sondern die Gemeinschaft ist Mensch und wir alle sind gleich viel wert. Wir leben, wie gesagt, ja, hier auch in der Demokratie. Ja. Und das ist halt so ein kostbares Gut, sag ich mal, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, sagen wir mal so. Und Demokratie ist auch relativ. Ja. Also, ja. Ich kann sagen, dass ich glaube, dass vielleicht, ja, hier Demokratie ist viel besser, wenn man das mit so vielen anderen Ländern vergleicht. Aber zum Beispiel, ich glaube, dass in den USA kann man alles sagen, alles. Dass hier, wenn man das sagt, wird man in Schwierigkeiten. Nee. Noch, es ist immer ein Gap in Demokratie und das ist immer relativ. Mhm. Aber noch, es ist super. Hast du nicht nur von vielen
konstruktiven und positiven Erfahrungen, hast du da auch Diskriminierung erfahren? Also wirklich, du hast ja schon am Anfang, wie ich zugehört habe, erklärt, dass man nicht manchmal so richtig angenommen wird, aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die so dir wirklich die völlige Ablehnung entgegengebracht haben, also so Hass oder Hetze oder... Ich kann sagen, dass wenn ich erst nach Deutschland umgezogen bin, ich habe nicht gefühlt, dass es gibt Diskriminierung. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn jemand zu mir nicht so freundlich war, ich dachte, dass das ist, weil die Deutschen Rassist sind. Warum? Das ist die Media. Das ist, wie ich dachte, bevor ich hier gekommen bin, dass ja, die Deutschen sind so rassist. In meinem Land, wenn du über Deutschland sprichst, dann sagt man, oh, die Deutschen sind so rassist. Und ich hatte einen Vorurteil, dass die Deutschen rassist sind. Aber ich habe besser beobachtet. Ich habe mich entschieden, dass vielleicht ist es nicht, wie das aussieht. Und ja, und ich habe herausgefunden, dass diese Frau war nicht so freundlich zu mir, aber sie war auch nicht freundlich zu einer weißen Mensch, die so deutsch aussieht. Okay, dann das ist nicht wegen Farbe, weißt du. Ja, und es gibt so viele andere Gelegenheiten wie das. Und ich glaube, dass ich habe falsch gedacht. Dann kann ich sagen, dass nein, ich habe niemals mich gefühlt, dass es Rassismus gibt. Vielleicht ist es, warum manche Leute denken, dass ich aus Europa bin, aus Südeuropa, ich weiß nicht, vielleicht das ist warum. Und ich kann sagen, dass leider ich habe manche Meinungen über andere Rassen gehört, von Deutschen auch, aber ja, nicht zu mir. Zu mir, ich habe das nie erlebt. Aber ich habe auch einmal etwas gehört von meiner Chefin. Sie hat mir gesagt, dass ich weiß nicht, wie im Iran es ist, aber hier in Deutschland, du musst immer in der Schlange stehen. Aber es war ein bisschen nicht so freundlich zu mir. Ich wusste nicht, dass sie Schlange steht, weil sie hat die Speisekarte gelesen. Und ich wusste das nicht. Ja. Es war aus Versehen. Aber sie hat zu mir gekommen und ich weiß nicht, wie im Iran ist, aber in Deutschland muss man Schlange stehen. Das Ganze passiert in dem Rahmen der interkulturellen Woche 2024 in Lichtenberg, die dieses Jahr unter dem Motto Neue Räume stattfindet. Und dazu gehört natürlich auch der digitale Raum. Und wir möchten heute mit Ihnen zusammen ein Gespräch führen auf kommunaler Ebene. Besuchen Sie uns doch auch einmal in einem netten Podcast-Gespräch und melden Sie sich an. Es ist auch in der Komplexität, sage ich mal, der Situation. Ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, das kann schon sehr anstrengend sein auch. Gerade so, wenn man sich dann unter vielen anderen Menschen, die auch hier leben möchten, vielleicht sogar ein bisschen, auf den Fuß getreten so ein bisschen fühlt. Also so, dass man auf der Stelle stehen bleibt, dass da, man möchte hier etwas erreichen, aber man muss man vielleicht auch mal in der Schlange stehen. Und das kann schon sehr frustrierend sein. Ja. Und ich kann sagen, das Verhalten hängt nicht von der Kultur ab. Okay. Nicht immer. Ja, manchmal ja, aber nicht immer. Wir sind Menschen. Ja.
Wir sind Menschen und wir können Dinge aus Versehen machen. Wir können böse sein und wir können nett sein. Und nicht jede Sache kommt auch aus der Kultur. Ja, ja. Deswegen auch in der Komplexität, sage ich mal, so einige Aspekte und Standpunkte mit eingebracht. Deswegen, ja, wo siehst du dich eigentlich jetzt so? Ich ist das zwar kein Bewerbungsgespräch, aber man ist ja so ein bisschen auch nicht nur mit seiner Persönlichkeit hier, sondern auch mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen. Also was denkst du, was könntest du in Deutschland für die Gemeinschaft, sage ich mal, auch an an deiner Persönlichkeit, also nicht nur an deiner Persönlichkeit, sondern auch an deinen Werten, also auch was du lebst. Wo siehst du dich da? Beruflich oder? So insgesamt, also neben deiner Persönlichkeit, was du bist und dann auch noch, was du kannst. Also okay. Ich versuche, effektiv zu sein. Okay. So wie in meiner Arbeit. Auch in der Gesellschaft, in meiner Arbeit. Ja, ich versuche, besser zu sein und ich habe Träume. Ich habe Träume, dass eines Tages ich meine eigene Firma habe hier. Und ich kann sagen, dass wenn man hier arbeitet, dann bezahlt man die Steuern und ich kann sagen, dass wenn man hier arbeitet, man bezahlt auch für die Rente, für die alte Personen hier in Deutschland. Und das ist auch ein Beitrag. Und in der Gesellschaft, ja, ich versuche, freiwillige Arbeit zu machen. Und das ist, wie ich hier auch gefunden habe. Und ja, ich habe auch mit einer Schule gearbeitet und das ist für die Kinder, die meisten aus Flüchtling-Hintergrund kommen und das ist für digitale Integration und wir müssen sie über Programmieren unterrichten. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Beitrag, dass man machen kann. Freiwillige Arbeit. Und wie würdest du das einschätzen? Meinst du, dass das läuft gut, hier die Integrationsprozesse und wie Menschen hier ankommen und dann in die Gesellschaft integriert werden? Oder denkst du, da gibt es noch Verbesserung? Ich kann darüber nicht reden, weil ich weiß nichts darüber. Aber was ich denke, was es aussieht, ist, dass Integration ist gut hier. Und ich glaube, dass die Regierung auch hat sehr gute Pläne und es gibt so viele ehrenamtliche Arbeit und die Leute integrieren hier im Land. Ehrlich kann ich nicht sagen, dass die Regierung hat das nicht gut gemacht. Integration. Also, so wie ich das auch verstanden habe, spürst du selber eine Verbesserung deiner Lebenssituation? Also du würdest dann persönlich von dir aus sagen, dir geht es hier besser, als dir es vielleicht vorher so gehen würde oder auch wie es ohne Vergleiche zu stark anderen gehen würde, die nicht in deiner Situation wären. Ja, ich kann das bestätigen und insgesamt, ja, mein Leben hat sich verbessert. Ich kann sagen, geldweise, ich habe nicht so schlecht verdient in meinem Land und ich kann sagen, das sind vergleichbar im Relativ zum Land. Und, Deutschland ist auch sehr teuer im Vergleich zum Iran. Aber ich kann sagen, ja, für hier die Wirtschaft ist viel stabiler und ich mache mir keine Sorgen. Wenn ich etwas brauche, dann ich habe keine Sorgen, dass ich muss das nicht jetzt kaufen, dann wird es morgen teurer.
Ich kann sagen, dass hier ich viel weniger besorgt bin. Hast du so das Gefühl, dass es bestimmte Vorurteile von Deutschen oder von Menschen, die in Deutschland leben, gegenüber dem Iran gibt? Oder gibt es etwas, was du uns hier erzählen möchtest, wo du denkst, das wissen wir noch nicht? Okay, ich kann sagen, dass meistens von Deutschen wissen nichts über Iran. Ja, sie wissen einfach, was Iran ist. Auch ein deutscher Freund sagt mir, dass er musste auf Wikipedia über Iran lesen. Und auch meistens denken, dass wir Arabisch sind und wir Arabisch sprechen. Und ja, ich glaube auch einer italienischer auch Freund hat mir gesagt, dass du sprichst Arabik, und ich sagte nein, und er hat gesagt, aber du verstehst Arabisch, und ich sagte nein, und ich habe gesagt, dass ich habe das zu viele Leute gesagt von ganz Europa, dass okay, in Iran wir sprechen Persisch oder Farsi, das eine indoeuropäische Sprache ist, und es ist wie Deutsch, nicht wie Arabisch. Ja, wir benutzen so viele arabische Wörter, weil die Araber haben uns eingegriffen vor 1400 Jahren. Und das ist, warum wir benutzen manche arabische Wörter, aber die Sprache ist nicht arabisch und wir sprechen das nicht. Und das ist etwas, das ich nicht glauben kann. Es ist, viele Leute wissen einfach nicht, was Iran ist. Und sie denken auch, die Leute in Iran alle Turban tragen oder viele oder Leute religiös sind, aber meisten Iranische sind nicht religiös. Und wenn ich etwas über den Iran, vor allem über die lange, lange Geschichte dieses persischen Weltreichs erfahren möchte, wo kann ich mich da am besten informieren? Ja, es gibt so viele Quellen über Internet, aber auch ich kann sagen, dass es gab Persian Empire vor 2500 Jahren, und auch es gab so viele Kriege mit der griechischen und der Roman Empire, und auch und ich kann auch sagen, dass vielleicht im Nahost Iran ist das einzige Land, das hat existiert seit 2500 Jahre. Und ja, die anderen Länder sind, viele sind neu. Das ist ja auch eigentlich so, auch mal so aus meiner Perspektive heraus recht spannend, in welchen gesellschaftlichen Umbrüchen wir eigentlich leben. Also, dass gerade in der Welt viel passiert. Menschen kommen durch verschiedenste Gründe und Ursachen auch nach Deutschland, und sie merken, hier ist, wie du es gesagt hast, es ist stabil. Ja, für mich, es war stabil, eine stabile Leben, ein stabiles Leben, aber ja, ich kann auch sagen, Leute haben seine eigenen Gründe, und als du gesagt hast, es ist wie Flüchtlinge oder Krieg oder einfach ein besseres Leben. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so gut Deutsch zu lernen? Ich weiß nicht, ob mein Deutsch so gut ist, aber ich kann sagen, dass wenn ich eine Einladung von der Firma in Deutschland gekommen habe ich auch angefangen auf Duolingo
Deutsch zu lernen. Ja, und auch ich bin sehr neugierig und ich mag Sprachen. Und hier, ich suche auf dem Internet und auch ich versuche mit den Deutschen zu sprechen und ich stelle meine Fragen. Und auch jetzt, es gibt eine sehr gute Freund, und das heißt ChatGPT. Ja, das ist mein neuer Lehrer. Ja, uns hören auch viele Gäste, Teilnehmenden aus den Angeboten hier im Haus zu. Und immer wieder bekommen wir mit, dass manchmal die Leute ein bisschen unmotiviert sind und frustriert, wenn sie merken, es funktioniert nicht so gut mit dem Deutschlernen. Hast du vielleicht einen Tipp an diejenigen, die am liebsten aufhören möchten, Deutsch zu üben? Zuerst, man muss keine Angst haben. Zum Beispiel, ja, ihr habt mich gehört und ich benutze die Geschlechter immer falsch vielleicht. Vielleicht ich sage die Essen anstatt das Essen. Und das macht mir Sorgen. Wenn man so viele Sorgen hat und wenn man so viel Angst hat, dann man vermeidet Sprechen. Und man muss nur anfangen. Du kannst das sagen, okay, die Essen, ich mag die Essen. Es ist okay. Vielleicht es gibt jemand, das sagt, das Essen. Und du lernst. Du lernst, während du Fehler machst. Okay, dann ich kann sagen, dass mach Fehler. Hab keine Angst. Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Wir alle sind nicht perfekt, denke ich. Aber Fehler zu machen, ist wichtig, damit man daraus lernt, nicht dieselben Fehler zu machen. Ja. Und nicht auf der Stelle zu stehen, sage ich mal, dass Stillstand da ist. Ich kann nur sagen, dass wenn man nach Deutschland umzieht und wenn man sein eigenes Land verlässt und zu einem neuen Land umzieht, dann muss man sich nur auf Leben fokussieren, um das zu verbessern. Und ja, das ist alles. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, da wir ja ein Ort auch der kulturellen Vielfalt sind, dass ich nicht nur dich, sondern wir eigentlich als Podcast-Interviewgruppe auch etwas dazu beitragen, dass diese kulturelle Vielfalt, sage ich mal, von allen Seiten so gesehen wird und nicht immer nur von einer Seite sozusagen einseitig. Genau, das sehe ich auch als sehr guten Mehrwert an. Ja, das freut mich. Ich glaube, dass das ein sehr tolles Gespräch war. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Zeit, für dein Engagement. Und wir hoffen, dass du uns bald wieder besuchen kommst. Vielleicht auch für eine neue Folge. Danke. Bis auf ein nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.